Ja, herzlich willkommen hier bei mir zu Hause. Wir sind mitten in der Schlacht um Helmsklamm. Der Daniel ist verwundet und versucht trotzdem Helmsklamm anzugreifen. Ja. Herzlich willkommen, Daniel. Der zweite Daniel hinter der Kamera. Und Stefan, unser Guter vom Dienst, übernimmt wieder die Seite der Guten. Ja. Ich mache wie immer Moderation, das wisst ihr bereits. Und wir wollen euch kurz unsere Armeen vorstellen. Daniel hat einen ganzen Haufen Uruk-hai in diversesten Varianten. Speer, Berserker, Pikenträger, normale. Und er hat einen Troll. Bitte, das ist ein Isengard-Troll. Der hat also V8 und einen Schild und nur Kampfkraft 6. Also, das ist kein Mordor-Troll. Wir spielen mal mit dem Proxy-Modell, seltenerweise. Wir haben alle keine Legolas dabei, Sonderstellung. Ja, genau. Irgendwie ist im Szenario, wir spielen in die Bresche, haben die den Legolas vergessen, die Kollegen von Games Workshop. Und wir haben gesagt, Legolas muss hier unbedingt runter surfen. Richtig. Dabei mindestens 4 Uruk-hai auf einmal töten. Ganz genau. Wir lassen mit dem Pfeil im Gesicht. Nein, wir mit dem Schild. Achso, Schild, Schild, genau. Sollen wir versuchen, irgendeine Sonderregel für ihn zu finden, für den Schild? Wir überlegen mal in der ersten Bewegungsphase, ob uns was Gutes einfällt. Okay, was ist das Ziel? Der Daniel muss ihn mit 13 seiner 39 Modelle mit genau einem Drittel 6 Zoll reinkommen, also quasi diese magische Grenze, die wir hier sehen, überschreiten. Dann gewinnt er das Szenario und der Stefan hat nämlich nur eine Aufgabe. Von der Bresche, in der umkreist oder in... Nee, 13 Zoll vom Wall entfernt. 6 Zoll vom Wall entfernt, das ist genau hier. Also quasi das ist diese Grenze hier von den zwei Häusern hier. Und der Stefan hat eine Aufgabe, das zu verhindern. Und ja, seine Truppen oben sind durch die Explosion am Boden hier. Gimli steht, Legolas ist irgendwie auf der Seite hier und möchte gleich runter surfen. Aragorn ist hier und ich bin sehr gespannt. Es ist die Initiative. 3 für die böse Seite. Daniel, los geht's, oder? Volle Kanne, oder? Hast du nichts zu verlieren. Ich muss rein, ne? Ja, du musst rein. Nur nicht 6 Zoll. Weil sonst bist du direkt in der ersten Runde angegriffen von Aragorn. Musst du 6 Zoll wegbleiben, würde ich sagen. Ja, denke ich da. Ja, kannst du machen. Dann mach das mal. Ja, also wir haben festgehalten, hier ist angegriffen worden. Gimli ist runtergesprungen, geklettert, was auch immer. Er hat einen Test gemacht und erfolgreich 2 Berserker angegriffen. Wir haben jetzt entschieden, es gibt eine Sonderregel für Legolas. Der Stefan muss jetzt eine 4 plus würfeln. Und jetzt steht der Legolas gerade auf dem Schild und versucht runterzusurfen. Bei 1 bis 3... fährt er runter und fliegt auf die Fresse und kriegt einen Treffer, der Stärke 3. Und wenn er es schafft auf die 4+, nicht modifizierbar, dann bekommt er 4 automatische Treffer, weil er hat er 4-mal geschossen und darf 4-mal versuchen zu verwunden. Das ist eine scheiß Regel, aber egal. 4+, komm Stefan. Hast du Würfel mit Händung modifiziert? Nein, hat er gesagt, darfst du nicht. Oh, er selbst runter, und du kriegst einen auf die 5. Nein, nix passiert. Gut. Das kannst du modifizieren. Jo, da gibt's Nahkämpfe. Nee, erstmal darf ich schießen. Ach, schießen? Nee, schießen kannst du nicht. Natürlich darf ich schießen. Nein. Halbe Bewegung. Tja, das ist aufgestanden. Aufgestanden ist eine halbe Bewegung. Das ist korrekt. Ihr habt recht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normale. Bist du da runter dann, oder? Ja, ich schieße auf die Unterstützer vom Troll hier. Hm. Und 2 Schüsse von Halbier. Komischer Film, ja? Ja. Das ist ein bisschen deutlicher. Aber ein schlechter, ne? Treffen auf die 4. Ja. Oh, wow. So. Guter Treffer. Wo schießt der hin? Auf die Unterstützer vom Troll. Ah, ja. 5, ne? 5. 1, 2. Reicht. Der Daniel. Er atmet schon wieder schwer. Das Leben ist so schlimm für dich, Daniel, oder? Als böse. Ja, dafür haust du jetzt halt, drei von den Stingern da weg, oder? Was mit Berserker oder was willst du? Ja, 4 gegen 3. Berserker. Komm, Daniel. 6. Und 5. So wird er nix. 5. Ich gewinne. Auf die 5. Oh, Gimli hat gerade aufgeholt. 4 zu 2 ist der aktuelle Score in Helms Klamm. Warum hat der vorher einen Kill gemacht, der Gimli? Ja. Ja, hat er. Oh, dann ist es 3 zu 4 sogar. 3 zu 4, Leute. 3 zu 4. Ja, und dann der Troll. Daniel, jetzt hau 3 Elben weg hier. Komm. Nope. Das ist 5. Das reicht für eure Kampfkraft. Warte, ich kann auch Standard. Brauchst nicht. Du hast gewonnen mit 5. Achso, höher. Kampfkraft 6, ich hab Kampfkraft 5. Schleuder bringt dich, glaube ich, nicht voran. Ich hau nochmal drauf. Drei mal drauf. Genau, auf die 3 plus. 2 Schritte. Ja, die tun dem da an dem...
Das waren B, die zwei. Jo. Initiative. 4, 5. Das hat eine hohe Bewegung mit dem Hopper. Ja, das sage ich mit Tarabon noch an. Oh, da muss der Olli den großen Würfel rausholen. Hier ist der große Würfel. Ich habe ihn wieder gefunden. 1, 2, 3 darf der Daniel. 4, 5, 6 darf der Stefan. Eine 4, der Stefan darf. So. Gute Seite. So. Sind wir gleich wieder da. Ja, hier ist alles im Nahkampf. Gimli ist richtig schön eingekreist. Großes Getümmel. Genau, großes Gemetzel hier. Nie vergessen, wir spielen ohne heroischen Schlag. Das heißt, das könnte jetzt interessant werden hier beim Troll und hier bei Gimli. Warum? Ja, sonst hätte hier wahrscheinlich der Hauptmann heroischen Schlag angesagt. Und dann hätte es böse werden können für dich. So, ich habe nur 8 Schuss. Ich versuche hier die Unterstützer wegzuschießen. Gut geschossen. Boah. Da ist sehr viel HTL dabei. 5. 5 mache ich. 1, 2. Ja. Den wirst du, glaube ich, nicht gesehen haben. Aber alles okay. Mit dem vielleicht oder so. Ja, so. Kurz. Mühsam da aufgestellt. Ja, echt. So. Ja. Darfst du zu schießen. Ach so. Da sind dort 3 Bogenschützen, glaube ich. 1, 2, 3. Ja. Auf die Mauer rauf. Ich habe eigentlich 4. Dann 4. Irgendwo 4. Aber egal. Nee, 3 habe ich dir gegeben. Ich habe mir aber einen Schuh gepackt. Aber also. Egal. 3 Stück. Keiner getroffen? 2. Ah. Durch die Mauer. Oh, gut. 2. Nee, ein Toter. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Gut. Nahkampf. Mhm. Wir haben hier oben halt hier gegen einen. Mhm. 6. 6. Hätte ja klappen können. Der fällt runter. Der fällt runter. Aber vielleicht erschlage ich ihn auch. Ja, ja. Haldi hat einen Kill gemacht. Haldi hat einen Kill. Notieren wir gleich. Haldi das Biest. Jo. Gut, ja, dann haben wir Legolas gegen einen. Mhm. Ja. Nee, der kämpft gegen 2. Gegen den Piken. Kann ja sein, dass der andere dagegen. Nee, die 2 kämpfen gegen den. Ich habe das verschoben. Das, also die 2, Legolas war gegen 2 normale. Dann gegen 2. Das ist eine 3. Das ist eine 4 plus eine Standarte. Ah, ich habe eine Standarte, stimmt. Ja. Ich auch. 6, mehr kannst du nicht mehr. No. Oh, ist eine Verwundung für Legolas. Legolas ist verwundet. Eine Pike in die Brust bekommen. Läuft einfach nicht bei ihm. Läuft nicht bei ihm. Er ist hingefallen. Ja. Erst klappt der viel geübte Trick mit dem Schild nicht. Ja, dann haben wir hier 2 gegen den Hauptmann. Jawohl. Das ist Doppel 6. Standard. Das ist Standard erstmal. Dann kannst du theoretisch einen Helden umeinsetzen auf 50-50. Mach das. Gott. Dann darfst du den dicken Würfel wieder nehmen. Oh, der dicke Würfel. Aber dieses Mal gewinne ich schon bei einer 3, weil ich ja geschrieben habe. Das ist korrekt. Aber Würfel ist doch eine 1 und 2, von daher ist das egal. Ja, das ist die Zahl. Mit Ansage. Auf die 4 plus Daniel. Ja, oh. Sonst ausgegeben. 1 und 2 wieder, hast du doch gesagt. Dann haben wir den einen gegen den hier. Ja. Mhm. 6. Schon. Der bringt nichts. Achso, ja, okay, wir lassen die, ich schieb deinen zurück. Weil. Ich kann. Du hättest zurückweichen können, aber das fällt uns alles um hier. Ja, letzter Nahkampf, oder? Nee, vorletzter. Gimli. Erster Troll, oder? Gut, erster Troll. Erst gemetzelt. 6. 6 ist gut. Und was macht das? Die 6. Oh, was heißt das? Sind da Elbenklingen? Ja, klar, sind da Elbenklingen. Ach. 1, jetzt, du hast die 2, jetzt musst du die 1 auch legen. Kannst du auch jetzt mit der blauen Würfel machen. 6. Olli. So. Und da Aragorn Anduril trägt, verwunde ich dich schon auf die 4. Oh, der trägt Anduril? Ja, der trägt Anduril. Oh, das tut natürlich weh. Alter, der verwundet alles auf 4 plus. Gut, das stimmt. Du hast nur 3 Leben.
Und das war's. Das war zack, zack, zack. Das ist ein toter Troll. Das ist ein Kind für Kollegen Aragorn. Eigentlich müsste man den für mehrere Kills zählen, oder? Zwei. Der Murmel zählt auch nur als einer. Der Murmel zählt auch nur als einer. So, Gimli. Gimli. 2, 4 und nochmal 2. Du hast 6. 6 Hüpfer hast du lange. 5 und 1. Berserker haben 2, oder? Alles. Ja, aber das ist kein Berserker, oder? 5? Das ist ein Hauptmann, das ist ein... Ah, ja, passt. 5 plus 2. Cool, ja. Gimli hat eine 5. Hast auch eine 5. Das ist noch ein Standarte. Ja. Von wem? 6. 6. Also noch ein Heldentum draufsetzen. Gimli muss ein Heldentum einsetzen. Das ist ja gut. Schön wäre gewesen, noch mehr zu ziehen für Daniel, aber... Kill erstmal, bevor ich zurückziehe. Oder? Die Standarte auch für Gimli? Nee. Weiß nicht. Ja, wen kill ich denn? Ich hab Berserker, oder? Ich kann nicht mal Berserker. Kannst du einzurufen? Berserker. Berserker. Nochmal Berserker, ja. Welchen zuerst? Vordere, oder? Ja. Na komm, lass es einfach, wie geht die Egel wieder zusammen? Ja. So. Initiative. Initiative. 3. 5. Dani hat eine heroische Bewegung mit Haran. Wie viel Heldentum hat der Hauptmann? 2. Ja, kannst du noch einen ansagen? Ne, ich hab keine. Mit dem könnte er noch. Mit dem könnte er noch. Ja. Mach ich auch. Gut, dann müssen wir wieder auf die Kamera. Diesmal blau, habe ich versprochen. Ja, der Daniel darf zuerst. Tu ich dies. Dann mach das mal. Ja, hier ist alles voll im Gemetzel. Der Stefan hat direkt ausgerufen, heroischer Nahkampf 4. Hier ist alles runtergelaufen, damit der... Heroischer Nahkampf 4. Schildblock. Hast noch zwei. Das ist Tierwürfel beim Schildblock. Und das ist eine Standarte. Standarte. Ist egal. Ist egal. Ah, ja. Gut. Aber besser als 1 und 2, ja? Aragorn auf die 4. Tot. Tot. Aragorn. 2 nur? Nee. 2, 3. 3, okay. Weil das ist ein Hop-On. Mhm. Und dann. Bleibt der da stehen? Der greift sich den hier. Der hilft sich den da. Mhm. Oje, oje. Ja, dann geht's hier oben los. 2 gegen Haldir, oder? 2 gegen Haldir. 6. Doppel 1. 4. Da setze ich 2 Heldentum drauf. Ja. Oh, warte, ist der nackig. Warte mal, ganz kurz. Der Haldir ist nackig, ja? Willst du? Dann schlage ich mal zu. Also der muss runterspringen und er wird ja rückweichen, deshalb... Die erste Wohnung auf ihn. Ja. Ja. Und der andere kriegt. Fallschaden. 4, 5. Ja. Und der ist auch tot. Aber ein Kill für Haldir. Oh, der Haldir ist nicht schlecht, gell? Ich würde sagen 2 Kills. Er stürzt ja. Nee. Nein. Fehlt ja leider nicht. Wo willst du weitermachen, Daniel? Gar nicht. wir machen jetzt erstmal hier Legolas, wo der schon eingekreist ist. Legolas ist schon eingekreist. Der kämpft ja jetzt nur gegen den. Zwei, ne? Gegen aber den. Wo kämpft der? Mit? Der hier. Auch gegen 2, okay. Ich habe eine 4. Ich habe eine 5. Standarte? Eine 5. Ich komme, ich gewinne. Ja, genau. So. Mhm. Mal drauf, komm. Das ist 2x die 5? 2x die 5. Beziehungsweise eine 6, das würde ja den anderen auch reichen, ne? Ne, 2 5. Weil du hast Stärke 4. Ja, stimmt. Eine 5, dann nimm mal die Stehpike weg. Die ja, nee, den mit Schild. Gut. So, nächster. Dann machen wir den hier 1 gegen 1. 4 nur. 2. Komm, mal 6, 4. Achso. 5. Standarte. Ja, außerdem, ach nee, das ist zu weit, das ist 3 Zoll. Okay. Also du hast schon gewonnen, 4 plus?
Jawohl, der geht nach Hause. Ein toter Elb ist ein guter Elb, oder Daniel? Wie siehst du das? Ja. Da wäre Nikolas Lieber gewesen, aber so ist auch gut. Ja, dann haben wir den Hauptmann da, oder? Ja, der traurige Kampf da. Das sind 3 schon mal. 6. Aber ja. Da wieder 2-mal draufhauen. Können sozusagen eigenkreis. Alter, der Aragorn macht das ganze Spiel alleine, oder? 1, 2, 3, 4, 5 von den 4. 4 Verwundungen. Ja, Anduril ist auch schon übel. Ach gut, kostet auch 75 Punkte. Also das ist schon. Also eigentlich hat der das Spiel jetzt alleine gewonnen, oder? Der Aragorn. Die beide gegen den, ja. Eine 1 bisher. Das also, machen wir schnell, Alter. Ja, 6. Standarte? Standarte. Nein. Ja. Top. Und dann. Nee. Den du nehmen? Berserker. Berserker? Berserker gegen einen. Okay. 4. 4. 4. Standarte? Nein. Brauche ich eine 6. Ja, oh, gut zack. Gewürfelt. Gut gewürfelt. Der kämpft gegen die 2. Der kämpft gegen die 2 hier. Der kämpft gegen die 2? Der eine, der ist runtergerutscht. Also 3 Würfel von dir, Daniel. 6. Standarte? Nein. Auf die 4 plus. Oh, komm Daniel, was würfelst du? Ja, dann haben die Standarte gegen den einen. 3. 3. Nochmal, Standarte? Ja, 4. Nee, das ist minus 1. Durch die Standarte. Achso. 1. 0. Und eine 5. Nein. Gut, dann haben wir noch Gimli. Haben wir noch Gimli. Der kämpft. 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. 7 Würfel und geben wir 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, der hat schon gekämpft. Der hat schon gekämpft. Achso, der hat schon gekämpft. Ja. Dann. Was da? 7. Ups. Ich hab eine 6. Nee, immer. Ich brauch überall 5, ne? Ja. So, gucken wir mal, wie viele. Eine 5. Nee, der Berserk hat nicht gegen ihn gekämpft. Das stimmt. Du kannst aber doppelt auf die gegen die Wand schlagen, ne? Die kann wahrscheinlich nicht zurückwatschen. Nee, hey, der kann schon zurückbleiben, alles gut. Alles gut, zack. Jo. Initiative. 1. 2. Heroische Bewegung. Mit? Mit Aaron. Kannst du ja nichts dagegen tun. Dein Held steht da hinten. Doch. Ja, aber ja. Gut. Geschossen wird. Haldir darf schießen. Ja. Auf die 4 plus. Auf die Pikenträger. Ein Treffer. Einmal. Nix, nix. Ich triff jetzt dreimal in den Nahkampf auf Gimli. Eine 6. Triffst dich selber? Ja. Ja. Durch Gimli? Nix. Gut, dann haben wir hier 2 gegen 1. Oder? Oder magst du es ansagen? Mag ich was ansagen? Vergiss nicht, du brauchst das Held nur vielleicht in einem späteren Szenario. Nee, ich will nichts ansagen. Ja. 2 gegen 1. Und 2. 3. Standarte? 6. Standarte? Nein. Auf Wiedersehen. 2-mal weg. Du hast ja gar schon 2 gekillt, hallo? Ja. Das ist mein bester Mann hier. 1. Standarte? Daniel, warum ist das überhaupt noch? Nicht und die 5. Und die 5 war ich. Zack. Jetzt habe ich den da gut ausbalanciert hingestellt und du stellst den. Ist doch gut so. Aragorn, 2 gegen 1. 5. 5? 5. 6. Standarte. Nein. Nee. Heldenturm. Mhm. Das braucht man. Ja, Plus. Welche Plus? Plus. Wenn du sonst ausgegeben, Aragorn. Du Lusche. Tja. Hat man noch 1? Nur noch 1. Standarte selbst? Ja. Standarte selbst, okay. 1. 4. 5. Läuft wieder bei dir. Läuft richtig bei mir. Dann haben wir der eine kämpft gegen den Berserker, ja. Rechter Winner.
Gegenüber Sack. 4. 5. Warte. Nee, ist sogar weg. Da stand das. Okay. Das auch so? Stimmt, Daniel? Auf die 4 und tschüss. Jo. Jonas. Gegen 1. 3. 5. Auf die 4. Ne. 5. Nichts. Ja. Tot. Legolas, der Killer. Ein weiterer Kill für die Legolas. Schauen wir mal, was steht. Da habe ich 1, 2. Das ist so der erste Kill in diesem Spiel. 3, 4, 5. Hat jetzt 5, oder? Hm? Hat jetzt 5. Ja, wenn man nur das zählt, richtig, genau. Ja, vergiss nicht, 6. Du hast hier den. Ja, hab den rot. Ja. 5. Schon Nase? Nein, doch, ja, das sind 3 Zoll. Doch. 6. Da haben wir noch eine Meldung auf. Nee, nur noch einen. Aber würfeln wir auch einen Schrott gerade, hä? Und 5 brauche ich. Nichts. Ja. Ich weiß zum. Haben wir gesehen. Ja. Habt ihr das Zurückweichen gesehen? Wow. Das passiert so langsam. Dann Initiative. 4. 6. Ja, ruhige Bewegung und so, ne? Und so. Und so. Ja. Dann macht das. Einer hier schießt auf Haldir. Trifft. Und. Wundert nicht. 2 Legolas-Nahkampf. Einer trifft. Mich oder Legolas. Mich. Und ich töte mich. So einfach geht so, das. So, Legolas darf nicht kämpfen. Ganz einfach. Kein Kill für Legolas. So, Haldir schießt zurück auf die Peak-Unterstützer hier. Yeah. 2 Treffer. Und nix. Okay. Ja, der schützt ja nicht mehr, ne? Ja, du darfst entscheiden, mit welchem Nahkampf wir beginnen. Ja, fangen wir hier an. Also, Berserker gegen 3. 6. 6. Ich gewinne. Und die 5 reichen nicht. Ja, die Pike da gegen. Ne. Dann hier der. 2. Ja. Stand aus, ja? Nein. Auch nicht. Ja, lass mich stehen lieber. Einer gegen 2. Standard. 5. Ja. Und ich brauche 5. 5. Juckt. Einfach. 20 Verluste schon. Wobei, warte, er würde zuerst den hier machen, weil der ist auch noch drin. Ja, er wird geben die eine 6. Gut, dann hast du mit ihm eine 6. Ja, 5 brauche ich, ne? Ja. Eine, dann nimmt man den da weg, genau. Mal 21. So, jetzt auch. Boah, jetzt haut ihr trotz der Raufen da, Aragorn, ne? Jetzt war Tote. 3 Verluste, kannst du dir noch erlauben. Das heißt, einer für Gimli und 2 für Aragorn. Jetzt müssen wir rotieren. So, Aragorn. Noch 2 müssen stehen. 3. 26. Ja. Und der Gimli hat auch einen gemacht, hat man gesagt, gell? Jo. Ja, die Aragorn ist wieder in Führung gegangen, hat wieder. Hat jetzt 6. Also anstatt dass ich durchbresche, brecht er durch. Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, der wird dich irgendwie vernichten. Initiative. Jo, Initiative. 6. Das ist meine. Gut. Bewegung mit dem Typen, ne? Mhm. Aber es. Bringt ja nichts. Es steht ja eigentlich alles hier. Kannst du überhaupt noch gewinnen? Nein. Ja, hier ist alles im Nahkampf. Wir haben festgestellt, Daniel muss noch 4 Modelle verlieren, dass das Spiel zu Ende ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen. Ich würde gerne noch vorher schießen. Du wolltest schießen, genau. Wo schießt du hin? Ja, hier auf die. Ja, gut. Ja, der ist ja im Nahkampf, aber hier auf dem Punkt. Ja. Und den töte ich. Fall hier. Das heißt, 3 noch, ja? Schieße ich mal zurück. Mhm. Auf. Mit dem auf Haldir. Dem anderen können beide schießen. Gut, wer macht denn heute Nahkampf? Wer hat Spaß? Ja. Der Gimli auch, oder? Der hat schon Spaß. Der Gimli, der Aragorn wird einen machen, oder? Aragorn wird einen machen. Aragorn und dein Hauptmann, oder? Ja, wer darf? Ja, obwohl, der Aragorn nicht. Nicht? Kostet ja nichts. Ja, ich habe ja schon eine heroische Bewegung gemacht. Ach so, okay. Ja, dann nicht. Okay, dann müssen wir würfeln. Dann brauchen wir nicht. Nee, dann darf er nur der Daniel zuerst. Gimli. Was war? 3. Nee, du hast eine gewürfelt, Stefan.
Hört sich jetzt nicht. Welchen Nachruf ist das? Der Arme da. Ja, vier, ist der das ist die Standarte, Stefan. Vier. Pass drauf. Du. Ein Heldentum. Genau. Richtig. Und. Nee, der hat ja noch kein Heldentum mehr. Der? Ja. Ob. Der hat eine heroische Bewegung angesagt und jetzt einen heroischen Nahkampf. Heroische Bewegung, Mann. Wo du hier stehst, standst und da reingelaufen bist. Kann mich nicht erinnern. Wir haben sie diskutiert, ob es sie sinnvoll ist. Aber wir haben es nicht getan. Genau. Ja, der ist tot. Und jetzt kriegst du Arban. Den Kollegen hier an, oder? Den Himmel. Meine ich ja. Den anderen Arban. So. Nee. Wir wissen schon, dass es so ist. Bewegt sich gleich hier wieder. Und dann über das. Alter. Warte mal. Weg hier. Er kann da nicht zugucken, der da. Der Olli. Ja, mit einer Hand funktioniert das nicht. So, da waren drei Mann. Nein, die zwei Mann. Wurscht. So, mach jetzt so. Einfach. Ja, genau. Voran. So, dann haben wir hier hinten einen. Du hast zwei Würfel. Sechs rausgerotzt. Sechs. Legolas auf die fünf, der Rest auf die sechs. Fünf reicht für Legolas. Ein Kill. Für Legolas. Noch zwei. Aragorn, gegen den Rest der Welt. Haben vier. Sechs. Standarte. Drei. Nee, hau mal drauf. Vier. Einer. Nee. Keine. Keine stimmt. Außer fünf. So, Legolas hat gerade eine Verwundung gemacht, gell? Mhm. Gimli? Gimli! Ich muss jetzt mal zwei killen. Und vier? Fünf. Standarte. Ich kann eins noch mal setzen. Da habe ich noch eine Heldentum. Okay. Warte mal. Den verwundest du auf die 4 plus. Mhm. Den verwundest du auf die 5. Und dann ist das Spiel beendet. Ich mache jetzt 4 oder 5. Erstmal 4. Nur 4. Nein. Nein. So nicht. Das war eine schwache Runde, Herr Kopfmann, muss ich jetzt sagen. Ja! Zwei Kills. Oder drei? Drei Kills? Drei. Mit Bogen und Donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zwei müssen noch sterben. Okay. Ja, Initiative. Sechs, ja, der Herr Kopfmann, wie üblich. Greift die beiden an. Greift die beiden an. Nichts Heroisches. Ich hab nichts mehr. Ja, der Stefan hat hier alles angegriffen und hat den Hauptmann gebunden. Nimmt aber gleich Smooth-Test. Weg. Bleibt. Bleibt. Nee, der ist im Nahkampf. Der ist im Nahkampf, der hier. Jetzt ist das Spiel zu Ende auf jeden Fall, ja. Der hier. Weg. Oh, jetzt läuft es schlecht. Weg. Der letzte. Oh, das war ja grottig gewürfelt. Daniel, also die würde ich nicht für mich würfeln lassen, wenn wir gemeinsam spielen. Ey. Ja, das heißt, das Spiel ist auf jeden Fall ein Sieg für die gute Seite. Aber der Stefan kann noch ein paar Kills sammeln. Das Lustige ist, wenn jetzt alle killt, ist noch nicht mal einer an dem Startpunkt des Spiels übrig geblieben. Also, ja, wo ich durchbrechen müsste. Stimmt. Erstmal schießen, oder? Ja, schießen, genau. Schießen, ja, aber der schießt ja auf die beiden, die ja. Nicht gebunden sind, treffen beide und brauchen eine 6. Alter! Ja, rum! Zeit! Halt hier der Bogenschütze! Jetzt bin ich sauer, jetzt noch zwei Feinlinge! In die Fresse! Halt hier der Bogenschütze! Ja, Aragorn sagt eine kostenlose heroische Nahkampf an. Okay. Ja. Was machst du? Ich würfel die beiden. Achso, okay. Fünf. Ich hab drei Würfel. Was machst du? Fünf. Fünf. Auf die 4? Warte, ja, okay, ist egal. Aber du hättest einmal doppelt würfeln können, oder? Nein, der hat gar nicht. Der ist nur Positionsfehler. Ja. Und der schaut sich dann den Hauptmann. Gut. So. Dann haben wir. 1 gegen 1? 1 gegen 1. 5? Standard. Nein. Tot. Zack. Es
könnte sein, dass ihr der einzige Überlebende sein werdet. Richtig. Legolas. Legolas plus einer. Eine 6. Ist auch eine 6. 6. Boah, Doppel 1. Legolas braucht eine 5. Jawohl. Kill für Legolas. Kill für Legolas. Das ist eine schöne Punktesammelaktion dieses Mal, oder? Ja. 35. 4 Leben noch. Ja, Gimli, der Held. Und 2, 6. 6. Und 6. Oh, warte, warte, nee, da brauchst du eine 4, da brauchst du eine 5. Einzelne Würfel. 4. Ja. Und eine 5. Ja. Zwei Kills. Boah, jetzt rotzt er die Kills raus, Herr Stefan. Jetzt rotzt er sie raus. So, ach, der Aragorn. 6 Kills für Gimli. Ey, Entschuldigung, warte, ich hab die von vorher nicht gezählt. Alles klar, Sekunde. Jawohl. 6. 5. Standarte. Standarte. Oh, jetzt rutsch. Und 3x4 plus? 2x. Ja, jetzt hast du ein Schicksal. Ja. Oh, und drei Helden oben drauf. Dann ist der auch tot. Ja, dann ist noch einer überlebt. Und ein Kill für Aragorn. Last Man Standing. Gut. Ja, tja, hier haben wir einen. Ja. Einer hat überlebt. Ich glaube, er hat. Ja. Was für ein Gemetzel, oder? Was für ein Gemetzel. Alles auf mich. Übles Gemetzel. Krass. Was haben wir gelernt? Daniels Bresche ist jetzt nicht so perfekt geeignet, um da Aragorn oder Legolas zu platzieren. Hä, hey, um die Ohren? Legolas die auch nicht. Die Ohren sind auch alle nicht. Alle Details sind auch eigentlich. Nicht, ja. Ein bisschen schmal vielleicht. Ja. Ne, ich finde schon schmal. Aber Stahl. Spaß gemacht hat's, oder? Ja, Spaß gemacht. Toll fast durch. Also von ja. Aber es ist halt Stahl. Nee, die, vielleicht kann man die, Fallen, die Steine abfallen. Ja, die habe ich ja extra so gemacht. Ja, ich weiß. Aber es ist ja. So, jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen zurückwürfeln, ne? Ja, ja. Richtig, genau. So, was haben wir denn hier verwendet? Ja, eigentlich. Du warst ja auch spielerisch mit dem Helden. Das ist ja aber auch unfair. Legolas war dabei eigentlich. Du warst ja nicht dabei. Nee, der hat aber zwei Kills, glaube ich, nur gemacht oder so. Was? Legolas? Legolas? Hat er am Ende schon das ja Kills gemacht, gemacht, obwohl er gar nicht im Szenario dabei ist. So, ich glaube, Haldir müssen wir nicht würfeln, weil der stirbt ja eigentlich in der Szenario. Nee, der kommt nochmal zurecht. Der kommt nochmal. Ja. Aha, okay. Drei Heldentum für Haldir. Drei Heldentum für Haldir. Zwei. Dann haben wir Legolas, der hat einen Lebenspunkt verloren. Aha. Denke ich, der. Und der hat ein Heldentum verloren. Denke ich da nicht. Gott, Aragorn hat drei Heldentum verloren. Kriegt er zwei. Und Gimli hat drei Heldentum ausgegeben. Kriegt er zwei. Gut, das heißt, wir haben mit 19 Kills führenden Aragorn und der tötet im Schnitt 4,75 Modelle. Dicht gefolgt von Bogenschütze himself Haldir. Also der hat einmal 4 und einmal 5 Kills und der darf im letzten Szenario nochmal auftreten. Und wenn er da wieder so viele tötet, huiuiui, dann lässt er den Legolas und den Gimli schlecht aussehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit seinen Kill-Counts. Wobei man muss dazu sagen, ich lag natürlich falsch. Wer hat denn den höchsten Kill-Count? Das ist der Gambling. Der Gambling hat 5 Kills gemacht und das muss er jetzt bis jetzt in einem Spiel. Nicht schlecht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aragorn diese Runde 8. Und ja, sehr spannend. Im Szenario 17 werden wir dann wissen, wer ist unser größter Schlechter in der Zwei-Türme-Kampagne. Wenn ihr Spaß hattet, dann gebt den Daumen hoch. Vergesst nicht, die Kommentarfunktion zu nutzen, um uns zu sagen, ob euch die Spiele gefallen. Weil wir sind jetzt drauf und dran zu überlegen, was wir als nächstes machen. Und schreibt rein, ob wir auch eine andere Kampagne spielen sollen, was wir machen sollen. Das ist ganz wichtig. Einen wunderschönen Abend euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Burschen. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Ciao.